In der Kasse in Wavi Profi 3 haben wir hier Brutto stehen. Diesen Label Brutto und der dazugehörigen Einstellungen wollen wir uns in diesem kurzen Video widmen. Wir verkaufen einen Artikel. Wir haben nun eine Damenhose für 59 Euro, Zahlbetrag 59 Euro und zwar in der Modalität Brutto verkauft. Sie können in Wavi Profi 3 mit der Maus auf Brutto klicken, insofern Sie die System, also diese Einstellung im System aktiviert haben. Bedeutet, wenn wir hier auf Brutto klicken, könnten Sie sagen, Sie wollen auf Nettopreise umstellen. Dann haben Sie hier einen Nettozahlbetrag, zu dem die Mehrwertsteuer dazu addiert wird. Okay. Warum macht es Sinn? Wenn Sie viele Firmenkunden haben, kann es durchaus sein, dass der ein oder andere Kunde sagt, hey, ich will auf meinen Bohnen die Bruttopreise haben. Warum auch immer. Die Nettopreise haben. Ne? Warum auch immer. Dann können Sie das so relativ leicht umstellen, auch während eines Verkaufs. Das heißt, wenn wir jetzt einen anderen Artikel, hier eine andere Damenhose zum gleichen Preis verkaufen, dann wird hier auch dementsprechend, weil wir hier auf Netto gestellt haben, der Nettopreis angezeigt. Und die Mehrwertsteuer dazu addiert. An dieser Stelle müssen wir allerdings berücksichtigen, dass es sein kann, dass es hier zu minimalen Rundungsdifferenzen kommen kann. Denn Sie sagen ja in Wavi, Sie wollen Nettopreise haben. Das heißt, wir haben einen errechneten Nettopreis, zu dem die Mehrwertsteuer dazu addiert wird. Das heißt, zu dem Betrag rechnet Wavi Profi von den 49,58, sagt Wavi Profi, plus 19%, und zwar mathematisch ausgerechnet. Weil Sie gesagt haben, die Grundbasis ist netto. Und netto ist immer plus Mehrwertsteuer. Also, aber nichts Dramatisches. Also rechnerisch und finanztechnisch vollkommen okay. Wenn Sie sagen, ja, ich brauche ja das gar nicht, weil Sie ja sowieso nur Bruttopreise haben, weil Sie einen Laden haben, Laufkundschaft, Geschenkartikel, keine Ahnung was. Ne? Und dann können Sie diese Option in den Systemeinstellungen ganz, ganz leicht deaktivieren, indem Sie auf Systemeinstellungen Verkauf gehen, Leistungsmerkmale. Und hier Brutto-Netto-Verkauf in der Kasse möglich ausschalten. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit zu sagen, pass mal auf, wenn ich die Kasse betrete, dann möchte ich standardmäßig Nettopreise haben oder ich möchte standardmäßig die Bruttopreise angezeigt bekommen. Also das können Sie zusätzlich noch einstellen. Wir nehmen jetzt hier mal das Häkchen heraus, gehen hier aus den Systemeinstellungen raus. Wenn wir nun auf Brutto klicken, erhalten wir die Möglichkeit, dass eine Preisumstellung nicht möglich ist, da Sie das im System ja ausgeschaltet haben. Also entscheiden Sie selbst, ob Sie es brauchen oder nicht brauchen. Sie haben auf jeden Fall die Möglichkeit, es zu tun oder es nicht zu tun.